Ich habe hier ein ganz spannendes Buch in der Hand. Und weißt du wieso? Weil die Reaktionen auf das Buch ziemlich heftig sind. Das sagen die einen, das ist doch nur eine Sammlung von Märchen. Und trotzdem, sobald es um die Bibel geht, schlägt dir ein regelrechter Hass entgegen. Merkwürdig, oder? Woher kommt denn dieser Hass auf die Bibel, wo doch die Kritiker sagen, das seien bloß Mythen? Es könnte ihnen doch egal sein, ob jemand dem Buch Glauben schenkt oder nicht. Also ein Grund für die Antipathie gegen die Bibel, den ich zumindest zum Teil nachvollziehen kann, ist das Verhalten von manchen Leuten, die sich als Christen bezeichnen. Sie hauen ihren Mitmenschen biblische Inhalte mit Härte und Arroganz um die Ohren und sie zwingen ihnen Antworten auf Fragen auf, die niemand gestellt hat. Beklemmende Gesetzlichkeit, fehlende Fröhlichkeit und natürlich der erhobene Zeigefinger. Also wenn das das ist, was die Bibel lehrt, wer will das denn schon? Trotzdem, Gott und sein Wort nicht mögen, nur weil sein Bodenpersonal schräg mit mir umgegangen ist? Das ist doch ein schwaches Argument. In jedem Eierkorb sind auch ein paar Faule dabei. Und auch bei denen, die sich als Christen bezeichnen. Also, lieber mal in die Bibel schauen, was sie denn selbst zu sagen hat. Ich denke, dass das Hauptproblem, das die meisten mit der Bibel haben, das ist der Herrschaftsanspruch. Sie fordert uns nämlich heraus, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wer hat das Sagen in dieser Welt? Und noch wichtiger, wer hat das Sagen in meinem Leben? Am liebsten möchte ich doch selbst in meinem Leben Regie führen. Ich will auf meine Art glücklich und erfolgreich sein. Und ich will mir da auch von niemandem reinreden lassen. Die Bibel nennt diesen Drang Sünde. Und sie fordert uns auf, Gott seinen rechtmäßigen Platz in unserem Leben einzuräumen. Sie warnt uns, dass das Spiel mit der Sünde in den Tod führt. Wenn dieses Spiel nicht in diesem Leben schon ordentlich schief geht, dann wird es das auf jeden Fall in der Ewigkeit. Von der ersten bis zur letzten Seite ruft der Schöpfer seine Geschöpfe auf, ihren selbstgemachten Thron zu räumen und ihn Herr werden zu lassen. Autsch. Das Selbstgottsein ist für uns Menschen aber wie eine Sucht. Lieber marschieren wir in den Abgrund mit dem Zepter in der eigenen Hand und ziehen dabei auch noch andere mit, als dass wir kapitulieren und Gott Recht geben. Glücklich aber die, die den Mut haben, Gottes Rettungsangebot anzunehmen, aus diesem betrügerischen Kreislauf auszusteigen und ihren Blick auf den Himmel und auf den Gott des Himmels zu richten. Wenn du mehr über das Rettungsangebot Gottes erfahren möchtest, dann folg doch einfach unserem Kanal, wenn du das nicht eh schon tust. Und du kannst auch gerne kostenlos und unverbindlich eine Bibel bei uns bekommen. Meld dich einfach. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, ob die Bibel historisch zuverlässig ist. Wir freuen uns, wenn du dann wieder vorbeischaust. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn du dann wieder vorbeischaust. Nein, kein Outtake.